Shalom, ihr Lieben. Gelobt sei Jesus der Christus in alle Ewigkeit. Amen. Bei dem letzten Video, dem Austausch mit Michael, ging es ja darum zu prüfen, wessen Geistes Kind jemand ist. Ohne Ansehen der Person. Einer geistlichen Beurteilung, damit man nicht durch den Wind einer jeden dahergekommenen Lehre wie eine Nussschale auf dem Meer hin und her gerissen wird. Dieses Video habe ich mit dem vollen Einverständnis von Michael hochgeladen. Und er wollte dieser geistlichen Wahrheit nachgehen und sie prüfen. Das Ergebnis ist, dass er mich gebeten hat, dass ich das Video lösche, da er sich nicht daran beteiligen möchte, andere zu richten und zu verurteilen, die nach seiner Ansicht, trotz verschiedener Lehren, Brüder sein müssen. Dieser Bitte bin ich nachgekommen und habe das Video entfernt. Doch dies ist mir nun noch umso mehr Antrieb, die Frage erneut zu stellen. Wer ist mein Bruder? Wer ist meine Schwester? Wer ist meine Mutter und wer ist mein Vater? Ist denn nun ein jeder, der Jesus im Munde führt und vom Herzen glaubt, dass Jesus in Bethlehem geboren worden ist, für unsere Sünden auf Golgatha gestorben und auferstanden ist, mein Bruder? Wie lässt sich dies unterscheiden? Lässt sich dies überhaupt unterscheiden? Kann man einen Menschen also ins Herz schauen, seine Gesinnung erkennen? Darf ich das überhaupt, also jemanden beurteilen? Kommt es einer Verurteilung gleich, einem Richten? Und wieso sollte ich das überhaupt tun? Letztendlich, ihr Lieben, handelt der gesamte Kanal genau davon. Da es sich genau hier um den Ratschluss Gottes handelt, um den Kernpunkt Fleisch und Geist. Hierzu empfehle ich an dieser Stelle Michael, wie aber auch allen anderen, aber wirklich allen, das Video Die zwei Naturen im Kindergottes. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Ganz im Sinne von, was geht es mich an? Diese Antwort gab Kain den Herrn, nachdem er Abel, seinem Bruder, totgeschlagen hatte. Der Name Kain bedeutet so viel wie schaffen, gestalten, also dem Handwerk, der Hände Werk entsprechend. Aus eigenen Werken gerecht zu werden, ist dann hier der biblische Kontext. Da der Name auch mitunter Erworbenes oder Gewinn bedeutet. Der Name Abel dagegen bedeutet Hauch oder Vergänglichkeit bzw. Nichtigkeit. Kain war ein Ackerbauer und Abel ein Hirte. Kain brachte den Herrn nun von seiner Hände Werk, ein Opfer, und Abel von dem Erstling seiner Herde. Der Herr sah das Opfer Abels gnädig an, das des Kains nicht, so dass Kain sich dazu entschied, seinen Bruder totzuschlagen. Das ist der erste Brudermord in der Heiligen Schrift. Und selbst hier werden schon die beiden Gesinnungen offenbart, die sich gegenüberstehen. Vom Fleische her waren sie Brüder, die Söhne von Adam und Eva. Doch von der Gesinnung her offensichtlich verfeindet. Der Herr macht es uns sehr einfach, denn er unterscheidet bei seinem Ratschluss nur zwischen zwei Naturen, Fleisch und Geist, so wie er es Nikodemus des Nachts sehr deutlich erklärt. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm,
Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann noch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das ist die Kernaussage, das Zentrum, das Ziel des göttlichen Ratschlusses, ihr Lieben, des Evangeliums des Reiches Gottes, in einem Satz zusammengefasst. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Nun gut, das sind dann nun also die beiden Familien, die es gibt, obwohl beide einen leiblichen Vater und eine leibliche Mutter haben. Gehören sie zwei verschiedenen Familien an. So, dass es offensichtlich ist, dass es sich bei dieser Unterscheidung nur um eine geistliche handeln kann, da beide ja ein von der Art her gleiches Erscheinungsbild als Mensch haben. Das heißt also, dass man einen aus Gott geborenen von einem aus dem Fleisch geborenen nicht an dem Sichtbaren beurteilen kann und sollte, da hier das Sichtbare sehr täuschen kann, wie zum Beispiel bei einem Grab, das von Äußeren her sehr anschaulich sein kann, wenn es gut gepflegt und mit Blumen geschmückt ist, doch im Inneren lauert übler Gestank, Verwesung und Totengebein. Es ist also reine Fassade. Eines müssen wir hier an dieser Stelle aber gleich festhalten, dass der Mensch von Natur aus unter die Sünde, dem Unglauben verkauft ist. Seit dem Sündenfall ist er eine gefallene Schöpfung, so dass er fleischlich gesinnt ist, also irdisch, menschlich und die Bibel sagt sogar teuflisch. Weshalb ja Jesus Nikodemus sagt, dass der Mensch eben von Neuem geboren werden muss, und zwar durch den Geist Gottes, um überhaupt ins Reich Gottes eingehen zu können. Da sprach der Herr, die Menschen wollen sich von meinem Geist nicht mehr strafen lassen, denn sie sind Fleisch. Gott aber ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wenn man nun also mit Menschen zusammenkommt, die nicht vom Neuen geboren worden sind, also nicht durch den Geist Gottes gezeugt wurden, sind Fleisch, also fleischlich gesinnt, was nichts anderes bedeutet, als dass sie sich vom Geiste Gottes nicht mehr strafen, zurechtweisen und ermahnen lassen wollen, sondern ihren eigenen Bedürfnissen und Leidenschaften den Vorrang geben. Sie sind ihr eigener Gott. Es handelt sich hier also um zwei völlig entgegengesetzte Gesinnungen, um zwei völlig verschiedene Arten, zwei unterschiedliche Naturen, also um zwei Familien. Da er noch also zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter, also Maria, und seine leiblichen Brüder, Jakobus, Joses, Judas und Simon, draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er reckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder, Schwester und Mutter. Auch hier wird es sehr deutlich, dass die Familie, von der Jesus spricht, nicht die leibliche ist, sondern nun aus Menschen besteht, die den Willen des Vaters tun.
also ihm nicht nur glauben, sondern auch entsprechend handeln. So wird doch schon hier deutlich, dass es hier offensichtlich schon anhand der Werke und des Handelns zu erkennen sein muss, ob jemand aus Gott geboren ist, genauso wie es zu erkennen sein muss, wenn der Mensch dies nicht tut. So bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. So ist also erst einmal ganz grob die Frage geklärt, ob es möglich ist, die beiden Gesinnungen zu unterscheiden. Und ja, es ist so. Und zwar anhand ihrer Werke, also ihren Früchten, worauf wir dann noch etwas später genauer eingehen werden. Dann kommen wir also nun zu der Frage, ob diese Unterscheidung überhaupt nötig ist und wozu das gut sein soll. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt. Und ihrer sind viele, die darauf wandeln. Und die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind ihrer, die ihn finden. Es geht also um unsere Ewigkeit, unserem Seelenheil, so dass wir schon sehr genau prüfen sollten, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden, da dieser ja sehr schmal ist und es nur wenige sind, die ihn finden. Jeden, den sein Seelenheil wichtig ist, sollte klar sein, dass man dies nicht einfach oberflächlich abtun sollte oder sich auf die Zusagen seines Pastors, Priesters, Pfarrers oder Bibellehrer verlassen sollte. Dafür ist der Preis doch wohl zu hoch. Nun spricht der Herr aufgrund der Zeit, in der wir leben, von einer frommen Verführung, dem großen Abfall, wie es sie noch nie zuvor gab, die sich in den letzten 2000 Jahren weltweit entwickelt und ausgebreitet hat, wie ein bösartiges Krebsgeschwür. Und der Herr warnt vor allem vor dieser frommen Verführung in seinem Namen. Und welches wird das Zeichen sein deiner Zukunft und des Ende der Welt? Fragten ihn seine Jünger. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin Christus, und werden viele verführen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. So als dann jemand zu euch sagen wird: Siehe, hier ist Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, dass verführt werden in den Irrtum, wo es möglich wäre, auch die Auserwählten. Siehe, ich habe es euch zuvor gesagt. Hier wird es nun also umso deutlicher, wie lebensnotwendig es ist, die Geister zu prüfen. Es gibt doch mittlerweile eine Unmenge an verschiedenen Christussen, die angeboten werden in den verschiedenen christlich-weltlich anerkannten Vereinen und Organisationen, den verschiedenen Konfessionen. Und wer an dieser Stelle schon ein wenig beurteilt, ganz nüchtern, muss doch auch zu der offensichtlichen Erkenntnis kommen, dass sich all diese verschiedenen Glaubensbekenntnisse sich eben nicht einig sind. Es sich also offensichtlich um verschiedene Lehren handelt, wobei jedoch eine jede für sich die absolute Wahrheit beansprucht. Doch muss auch hier nochmal deutlich gesagt werden, dass es sich selbst bei diesen falschen Propheten und Lehrern um fleischlich gesinnte Menschen handelt. Fleisch bleibt Fleisch.
auch wenn es sich religiös verstellen mag, so dass es auch hier mitunter an den Früchten zu erkennen ist, wessen Geistes Kind jemand ist. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man auch Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? Auch hier wird die Perversität und Hinterlist dieser frommen Verführung sehr deutlich ans Licht gebracht. Da diese fromme Verführung, diese reißenden Wölfe in einem frommen Gewand kommen, sich fromm ausgeben, das Fleisch kommt geistlich daher. So, dass es nur umso deutlicher wird, dass man es nicht am Erscheinungsbild ausmachen kann, sondern es um eine geistliche Beurteilung geht. Im Galaterbrief werden uns mitunter einige Früchte des Fleisches aufgezählt. Offenbar sind aber die Werke die Früchte des Fleisches. Also da sind Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch zuvor gesagt und sage noch zuvor, dass die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, und zwar um einen jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Handlungen. Es sind die Werke eines irdisch gesinnten Menschen, des natürlichen Menschen, der unter die Sünde verkauft ist, eine gefallene Natur. Weshalb werden uns nun solche Merkmale mitgeteilt, wenn nicht dazu, um zu prüfen und nüchtern zu beurteilen, ob jemand aus Gott geboren ist oder nicht? Mittlerweile haben wir auch schon einige Worte dazu gelesen, in denen ganz nebenbei erläutert wird, was mit denen passiert, die nicht vom Neuen geboren sind. Sie werden das Reich Gottes nicht erben. Die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis abführt. Und ihrer sind viele, die darauf wandeln. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Ist das nun ein Richten, ein Verurteilen oder ein Beurteilen? Letztendlich ist es das Urteil Gottes über alles Fleisch, das ich nicht mehr durch seinen Geist strafen lassen möchte. Und all diese Merkmale, die uns der Herr durch sein Wort über das Fleisch offenbart, soll den Menschen ja überführen, sodass es ja unbedingt nötig ist, anhand dieser Früchte die Geister zu unterscheiden. Einmal für einen selber, dass man sich nicht verführen lässt, und des Weiteren, dass man andere vor Irrwegen warnen kann, was im Übrigen mitunter die Berufung der Kinder Gottes darstellt. Schließlich geht es um das Seelenheil, die Ewigkeit. Nun ist es ja so, dass der Herr vor der frommen Verführung warnt, dem geistlich getarnten Fleisch, das auf den ersten Blick nicht unbedingt diese Früchte sichtbar werden lässt, sodass man schon genauer hinsehen muss. Wenn wir erkennen wollen, wie hinterlistig und verlogen diese Art ist, müssen wir eigentlich nur auf ihren Ursprung schauen, den Vater der Lüge, dem Teufel, dem Menschenmörder von Anfang an, der den Herrn in der Wüste mit den Worten »Es steht geschrieben« verführen wollte. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichtes. Darum ist es auch nicht ein großes, wenn sich seine Diener verstellen als Prediger der Gerechtigkeit, welcher Ende sein wird nach ihren Werken.
Von daher sollte es einleuchten, dass wir nicht auf die Person, auf das Sichtbare, auf Bildung und schöne Worte achten sollen, da wir es ja nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben. Weshalb es ja heißt, dass wir die Geister prüfen sollen, und zwar völlig nüchtern, ohne Ansehen der Person. Denn so kennen wir denn nun von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das Äußere, aber der Herr sieht auf das Herz. Wie ist es nun möglich, wenn nun Prediger, Pastoren und vermeintliche Bibellehrer mit ihrem Bibelwissen den Schein der Frömmigkeit versuchen aufrechtzuerhalten? Der Herr gibt die Antwort bei seiner Versuchung, als der Teufel die Schrift zitiert. Wiederum steht auch geschrieben: Der Herr selbst ist das Wort Gottes. Von daher musste dieser Versuch ins Leere gehen. Und das ist die Voraussetzung, die Geister unterscheiden zu können. Nämlich allein durch das Wort Gottes selbst. Solange der Mensch nicht selber aus Gott geboren ist, kann er die Geister gar nicht unterscheiden, nicht geistlich beurteilen, denn er beurteilt es fleischlich. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als der Geist Gottes. Und hier kommen wir dann zu dem Übel unserer Zeit. Es gibt kaum noch solche, die aus dem Geist Gottes geboren sind. Da der Widersacher Gottes den Menschen den Schlüssel, die Voraussetzung, das Glaubensfundament über die letzten Jahrhunderte geraubt hat. Er verkauft den Menschen die Lüge, dass das Fleisch, der unter die Sünde verkaufte Mensch, so bleiben kann und dass es möglich ist, nur durch den Glauben allein ein besserer Mensch zu werden, Jesus ähnlich zu werden, da ja Jesus für unsere Sünden bezahlt hat. Und so ist nun der Mensch arrangiert, ein guter Christ zu sein. Aber das ist ein verkehrtes Evangelium, ein verfluchtes Evangelium, denn das Evangelium vom Reiche Gottes verkündigt eben das Reich Gottes, eine neue Schöpfung, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und den Zugang zu dieser neuen Schöpfung fordert den Tod des alten, gottlosen und fleischlichen Menschen, der alten, unter die Sünde verkaufte Natur. Jesus Christus ist doch nicht in die Welt gekommen, um das Fleisch zu heiligen, um es zu verbessern. Nein, er ist gekommen, die Sünde, also den Unglauben, ins Fleisch zu verdammen, um es dann ans Kreuz zu heften, es zu töten und auszurotten. Wenn du wissen willst, wie der Herr das Fleisch beurteilt, was er davon hält, schau dir den zerschlagenen, gestraften, entblößten Herrn Jesus Christus am Kreuz an. Es hat den Herrn gefallen, diese gefallene und gottlose Art auf diese schreckliche und brutale Art auszurotten. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Indem er ein Fluch wurde um unseretwillen, denn es steht geschrieben: Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und dort hing Fleisch. Das ist die Grundlage, ihr Lieben.
Aber nicht nur, dass nun Jesus an unserer Stadt dort für uns gemartert wurde, sondern uns damit den Weg der Gotteskindschaft erst ermöglicht hat. Sofern wir auch teilhaftig werden an seinem Tod und seiner Auferstehung. Und zwar jetzt schon. Und das sind die Anfänge, die ersten Schritte des Glaubens. Darum wollen wir die Lehre von Anfang christlichen Lebens jetzt lassen und zur Vollkommenheit fahren, nicht abermals Grund legen. Den Grund, das Fundament, die Anfänge von Buße der toten Werke, von Glauben an Gott, von der Taufe, von der Lehre, vom Händeauflegen, von der Totenauferstehung und vom ewigen Gericht. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Und das wird heute nicht mehr verkündigt. Nämlich, dass das Gesetz Gottes den Tod des Sünders, des Fleisches fordert, was in der Taufe vollzogen wird. Und wie wir vorhin gelesen haben, nennt der Herr diejenigen seine Familie, seine Brüder, seine Schwestern und seine Mutter, die den Willen Gottes tun, weil sie ihm glauben. Doch wenn dieser Glaube gar nicht vorhanden ist, weil ein verkehrtes Evangelium den Menschen glauben lässt, dass die Taufe nur noch symbolisch ist, die Zugehörigkeit zu einer Ortsgemeinde bedeutet und lediglich ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ist, ist doch schon der Glaube verkehrt, sodass auch die daraus entstandenen Taufen den Namen nicht wert sind, weil es keine Taufe ist nach der Schrift, nach dem Willen Gottes. Es ist sogar bösartig, weil diese religiösen Menschen in diesem verkehrten Glauben meinen, dass doch alles in Ordnung sei, da sie ja auch getauft sind. Welch eine bösartige Verführung, da sie dadurch weiter in ihrem Fleisch der Sünde verharren, so wie es der Bruder Paulus beschreibt. Und deshalb beurteilt es heute kaum noch jemand geistlich, weil sie noch alle im Fleisch wandeln, das sich geistlich und religiös tarnt. Wenn nun jemand aus Gott geboren ist, weil er dem Urteil Gottes über das eigene Fleisch anerkannt hat und sich daraufhin hat taufen lassen, ist er eine neue Kreatur, der Alten abgestorben, eine neue Schöpfung, geboren aus Wasser und Geist, so dass nun der Herr in seinem Herzen wohnt, der Geist Gottes, der auch die Herzen der Menschen kennt, prüft und überführt. Bei einem Telefonat mit einem Bruder kam mir dieser einfache kindliche Gedanke. Jesus Christus kam als der einzig Gerechte in diese verfinsterte Welt, und zwar als das Licht der Welt. Was macht denn Licht im Dunkeln, ihr Lieben? Was macht Licht? Es deckt auf, es überführt, es straft, macht offenbar, entblößt und macht sichtbar. Das ist seine Berufung. Deshalb ist es Licht. Wenn nun also Christus in mir wohnt, der Geist Gottes, wird er dort sein Werk weiterführen als Licht und Salz der Erde. Denn ihr waret weiland Finsternis, nun aber seid ihr ein Licht in dem Herrn. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüfet, was da sei wohlgefällig dem Herrn. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis,
strafet sie aber vielmehr. Denn was heimlich von ihnen geschieht, das ist auch zu sagen schändlich. Das alles wird aber offenbar, wenn's vom Licht gestraft wird. Denn alles, was offenbar ist, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten. So wird dich Christus erleuchten. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. Predige das Wort, halte an, es sei zur rechten Zeit oder zur Unzeit. Strafe, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die heilsame Lehre nicht leiden werden, sondern nach ihren eigenen Lüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nachdem ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit wenden und sich zu den Fabeln kehren. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren um schändlichen Gewinnswillen. Die gesamte Heilige Schrift fordert dazu auf, zu prüfen, zu beurteilen und entsprechend der Liebe zu handeln, nämlich auch Wahrheit zu reden und zu überführen, mit der Hoffnung, dass der Mensch umkehrt von seinen verkehrten Wegen, die in die ewige Verdammnis führen. Und der Maßstab ist hier die Heilige Schrift, das Wort Gottes, die gesunde Lehre. In erster Linie geht es auch gar nicht darum, dass Menschen dies nun erkennen oder nicht, sondern in erster Linie geht es darum, den Ratschluss Gottes wieder auf den Leuchter zu stellen, Gott die Ehre zu geben. Er ist Gott der Herr, mit oder ohne dir. Ob dir das nun passt oder nicht, spielt keine Rolle. Nur der Geist Gottes kann dies unterscheiden und beurteilen. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Herzen der Menschen, ihr Lieben, und vor allem auch die Tiefen der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also auch weiß niemand, was in Gott ist, als der Geist Gottes. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, der sein Wirken in den Kindern des Unglaubens hat, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist, welches wir auch reden, nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehrt, und richten bzw. beurteilen geistliche Sachen geistlich. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich gerichtet sein. Der Geistliche, der aus Gott Geborene, aber beurteilt alles und wird von niemandem beurteilt, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Wenn nun jemand kommt und mir zum Beispiel etwas über eine Vorentrückung, der Trennung Israels und der Gemeinde, dass ein Wiedergeborener nicht mehr abfallen kann, die Taufe nicht heilsnotwendig ist, dass ich den Sabbat halten muss und die Erde flach ist, erzählen will, stehe ich in der Verantwortung und in der Pflicht, diese Aussagen anhand der Heiligen Schrift zu prüfen.
Das gesprochene Wort muss mit dem geschriebenen Wort übereinstimmen. Ansonsten ist es nicht vom Geist Gottes, sondern von unten, von dem Vater der Lüge, der sich als Engel des Lichtes verstellt. Kinder Gottes, die durch den Geist Gottes gezeugt wurden, haben eben nicht verschiedene Meinungen, verschiedene Lehren, verschiedenen Glauben, verschiedene Taufen. Das ist ausgeschlossen, da es ja ein und derselbe Geist ist. Und wenn es das doch gibt, bezeugt Paulus hier deutlich, dass dies fleischlich ist. Daran wird es offenbar, an diesen verschiedenen Lehren und Spaltungen, denn Christus ist nicht zerteilt. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, denn ihr vermochtet es noch nicht. Aber ihr vermögt es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn so einer sagt, ich bin paulisch, der andere aber, ich bin apollisch. Seid ihr nicht fleischlich? Und sicherlich könnt ihr auch das hier wieder verwerfen und als Unsinn abtun. Doch bedenkt, hier geht es nicht um Rechthaberei. Wir vertreten keiner dieser staatlich, religiös und weltlich anerkannten Gemeindestrukturen. Wir sind nicht auf Mitglieder aus. Wir verdienen mit der vom Herrn angebotenen Gnade kein Geld. Wir haben daraus kein frommes Gewerbe gemacht. Uns geht es nicht um unser Ansehen, unsere Meinung, unser Werk. Denn wir sind gestorben, gekreuzigt und begraben mit Christus und auferstanden, um in einem neuen Leben zu wandeln. Wir sind eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir haben hier keine bleibende Stätte. Wir sind auf der Durchreise. Und hier auf Erden lediglich Zeugen dieser lebendigen Hoffnung, die wir nun einen jeden durch Jesus Christus anbieten, damit er nicht ewig verloren gehen muss. Wir sind Zeugen der Wahrheit, die dieser Welt bezeugen, dass ihre Werke böse sind und ihr baldiges Ende naht. Und so prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Untersucht euch selbst. Oder erkennet ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? An Mangel an Erkenntnis wird mein Volk zugrunde gehen, weil sie das Wort Gottes zu ihrer eigenen Verdammnis leichtfertig verdrehen. Von daher verbleiben wir Brüder weiter mit dem Ruf, den der Herr uns seit 2 Jahrzehnten aufs Herz legt. Tut Buße und gehet aus, mein Volk, damit ihr nicht teilhaftig werdet an ihren Sünden. Wenn man es ganz einfach und kindlich haben möchte, brauchen wir doch eigentlich nur auf unser Lamm schauen, unserem Vorbild und seinem Wandel, denn schließlich sagen wir ja, dass wir ihm folgen wollen, da er ja unser Weg ist und uns die Fußtapfen hinterlassen hat, denen wir folgen sollen, um auch ans selbe Ziel zu gelangen. Da hat man doch den Maßstab, den Gott ansetzt. Wenn wir nun also den Wandel des Herrn, seines Dienstes in diesen 3,5 Jahren auf dieser Erde an unserer Nachfolge und den vorhandenen Gemeindestrukturen anlegen, sollte doch schon ziemlich deutlich werden, dass da offensichtlich etwas nicht stimmt. Gerade bei den Gedanken, dass die Umstände sich in den letzten 2000 Jahren auf dieser Welt nicht unbedingt verbessert haben, sondern die Ungerechtigkeit übergenommen hat, die Liebe zur Wahrheit in vielen bereits erkaltet ist, wir uns also bereits am Ende befinden, dem Höhepunkt des Abfalls. Von daher schließen wir sehr deutlich mit den Worten unseres Herrn durch den Bruder Paulus.
Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht. Maranatha.